Das US-Militär schlägt zu und die Welt hält den Atem an. Das syrische Staatsfernsehen meldet, eine unserer Militärbasen wurde von US-Raketen angegriffen, es gab Verluste. Die erste Reaktion in Deutschland, Unsicherheit, völlig unklar, wie die Situation eskaliert. Es macht einem Angst. Also ich weiß nicht, wohin das führt, wohin das womöglich auch global führt. Das habe ich noch nicht gewusst, dass der zugeschlagen hat. Ich bin da zutiefst beunruhigt. Weil da haben wir doch ein bisschen Angst, dass vielleicht ein bisschen das Ganze eskaliert halt ein bisschen, ne? Dass es ein bisschen mehr wird. Aber irgendwas muss man ja tun, man kann das immer so zugucken. Russland verurteilt die Attacke. Es handle sich um einen Angriff gegen einen souveränen Staat, erklärt der Kreml. Ein US-Analyst versucht einzuordnen. Es muss gesagt werden, dass das nur ein einzelner Angriff ist. Das bedeutet nicht notwendigerweise ein langfristiges Eingreifen. Als einer der ersten Staatschefs meldet sich Australiens Premier zu Wort. Die australische Regierung unterstützt mit Kräften die rasche und gerechte Antwort der Vereinigten Staaten. Das war eine abgewogene, angemessene und zielgerichtete Antwort. Sie sendet eine starke Botschaft an das Assad-Regime und war konzentriert auf das Flugfeld, von dem aus die Chemieattacke geflogen wurde. Erste Straßenreaktionen aus den USA sind da weniger optimistisch. Das ist doch nur eine Ablenkung von Trumps Problemen zu Hause. Amerika versammelt sich in Kriegszeiten immer hinter seinem Präsidenten. Das sieht so aus wie erst zuschlagen und dann überlegen, was überhaupt passiert ist. Das beunruhigt mich. Ob und wie die Situation eskaliert, ist zurzeit völlig unklar. Unter großer Anspannung beobachten die Menschen rund um den Globus, wie sich die Lage weiterentwickelt.